Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um einfache Überlegungen zum Parallelschalten von RCDs bzw. um das Nachrüsten von RCDs. Dieses Video richtet sich an Auszubildende in Elektronikerberufen zum Erlernen des Themas. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das Thema hier nicht vollumfassend behandelt werden kann. Das Arbeiten an elektrischen Anlagen ist nur Elektrofachkräften erlaubt. Dies ist also keine Anleitung für Laien, die eine Anlage umrüsten oder erweitern möchten. Bei Neuinstallationen wird heute pro Anlage, damit sind zum Beispiel auch Etagenwohnungen gemeint, der Einsatz von mindestens 2 RCDs gefordert. Damit will man sicherstellen, dass im Falle des Auslösens einer RCD in der restlichen Anlage noch elektrische Energie verfügbar bleibt. Man muss auch bedenken, dass der Bemessungsstrom der einzelnen RCDs nicht überschritten werden darf. In diesem Beispiel sind das 40 Ampere, das heißt über die einzelnen Außenleiter darf hier maximal ein Strom von 40 Ampere fließen. Wenn dieser Strom überschritten wird, ist die ordnungsgemäße Funktion der RCD nicht mehr gewährleistet. Das kann man leicht dadurch abfangen, dass man 2 RCDs parallel setzt, dann die Betriebsströme aufteilt und somit ist sichergestellt, dass diese 40 Ampere nicht überschritten werden. Verwechseln Sie bitte nicht den Bemessungsstrom IN mit dem Bemessungsdifferenzstrom I Delta N, der ja das Sicherheitsverhalten der RCD widerspiegelt. Es handelt sich hier um einen Typ A, darauf gehe ich aber in diesem Video nicht näher ein. Durch das Parallelschalten von mehreren RCDs wird die Sicherheit der Anlage nicht unmittelbar erhöht, darauf möchte ich hier auch hinweisen. Es kann Ihnen passieren, dass in Ihrer Anlage Ableitströme auftreten, durch Entstörkondensatoren oder durch Ableitströme von Warmwassergeräten oder weitere Gründe. Das sind ja Ströme, die aus Sicht der RCD schon wie ein Fehlerstrom wirken. Diese Ableitströme dürfen das 0,4-fache von I Delta N nicht überschreiten. Selbst der Wert von 0,4 ist schon recht kritisch, denn die RCD darf ja bereits bei einem Wert von 0,5 von I Delta N abschalten. Das heißt, wenn Sie den 0,4-fachen Ableitstrom zulassen, wird bei der geringsten dazukommenden Störung das Abschalten der RCD schon sehr wahrscheinlich und Ihre Anlage damit sehr empfindlich. Das heißt, dieser Wert muss unbedingt eingehalten werden. Wenn Sie ein fest angeschlossenes Warmwassergerät einsetzen, müssen Sie dieses nicht unbedingt mit einer RCD betreiben. Aber natürlich ist es sicherer, wenn Sie das Warmwassergerät mit einer RCD betreiben. Das kann auch ein Grund dafür sein, dass man für das Warmwassergerät eine separate RCD setzt. Dann wird der Ableitstrom dieses Warmwassergerätes nicht dazu führen, dass die Anlage dadurch zu empfindlich wird. Wenn Sie den Raum mit Badewanne oder Dusche mit einer besonders empfindlichen RCD absichern möchten, dann ist es auch ratsam, diesen Raum mit einer separaten RCD auszustatten, da sonst die Gesamtanlage möglicherweise allzu empfindlich gegen kleinere Störungen wird. Es ist in Deutschland übrigens nicht gefordert, dass Sie für diesen Raum eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 10 mA setzen. 30 mA reichen hier durchaus aus. Es ist auch nicht viel sicherer, wenn Sie mit 10 mA arbeiten. Sie können im Raum mit Badewanne oder Dusche beim Einsatz einer RCD so oder so sterben, wenn Ihnen denn zum Beispiel ein elektrisches Gerät in die Badewanne fällt. Die RCD ist kein absolut sicherer Schutz. Sehr wichtig zu beachten ist es, dass die Stromkreise hinter den parallel geschalteten RCDs absolut voneinander getrennt werden. Das gilt für die 3 Außenleiter und den Neutralleiter. Gerade diese Tatsache macht das Nachrüsten einer RCD manchmal sehr schwierig oder sogar unmöglich. Ich werde im weiteren Verlauf dieses Videos einige Beispiele aufzählen, in denen RCDs parallel geschaltet sind bzw. nachgerüstet werden sollen. Im ersten Beispiel befasse ich mich hier mit einer gut strukturierten alten Anlage mit getrennten Neutralleitern und einer RCD pro Etage. Es ist also hier so, dass ich in jeder Etage eine RCD habe und die Stromkreise hinter den RCDs schön voneinander getrennt sind. Das führt nun dazu, dass der Strom, der über diese RCD in die Anlage fließt, auch über diese RCD zurückfließt. Das gleiche gilt in der unteren Etage. Anlagen dieser Art, in der ganze Etagen oder sogar ganze Gebäude mit einer RCD geschützt werden, findet man häufig in TT-Systemen vor. TT-Systeme hat man
auch früher schon häufig komplett mit RCDs geschützt, weil in TT-Systemen die Abschaltbedingungen für die einzelnen Stromkreise sonst nicht eingehalten werden konnten. Da in TNCS-Systemen das Einhalten der Abschaltbedingung aber nicht so problematisch ist, findet man in TNCS-Systemen viel häufiger den Fall, dass zum Beispiel nur der Raum mit Badewanne oder Dusche mit einer RCD geschützt wird, der Rest des Gebäudes aber nicht. Zurück zu dieser Situation. Hier sind die Neutralleiter und auch die ganzen Stromkreise hinter den RCDs schön voneinander getrennt. Die Welt ist in Ordnung. Im nächsten Beispiel zeige ich nun einen Eingriff in genau dieses System, der unzulässig ist. Hier nun der fehlerhafte Eingriff in die zuvor gezeigte Anlage. Im Unterschied zu der Anlage, die wir oben gesehen haben, ist es nun so, dass hier in einem Abzweigkasten die beiden Neutralleiter hinter den beiden RCDs miteinander verbunden werden. Das führt ja nun dazu, dass beim Einschalten eines Verbrauchers hier in der oberen Etage ein Strom über den Verbraucher fließt und zum Teil über diese RCD zurückfließt, zu einem anderen Teil aber über die andere RCD zurückfließt. Das kann nun dazu führen, dass entweder die RCD 2 auslöst oder die RCD 1 oder aber beide. Der Fehler liegt also hier darin, dass in diesem Abzweigkasten die Neutralleiter alle miteinander verbunden worden sind, also alle blauen Leitungen aufeinander geklemmt worden sind. In alten Gebäuden, die sehr unübersichtlich sind, kann sowas durchaus passieren. Ein Extremfall möchte ich hier schildern. Hier wird in der oberen Etage genau dieser Fehler gemacht. Es fliegt aber nur die RCD in der unteren Etage raus. In dem Moment, wo das passiert, ist dieser Neutralleiter ja wieder getrennt und der kann halten. In der unteren Etage ist aber niemand zu Hause, vielleicht sogar für einige Tage. Der Kühlschrank fällt aus. Naja, und nach einigen Tagen kann man sich denken, wie es dann im Kühlschrank aussieht. Es kann also durchaus sein, dass in der einen Etage ein Fehler gemacht wird und die Auswirkungen nur in der anderen Etage spürbar sind. Das dritte Beispiel. Nachrüsten einer zweiten RCD. Dieses Bild entspricht wieder dem ersten Bild. Es ist also eine Anlage, in der jede Etage mit einer einzelnen RCD geschützt wird. Die Stromkreise sind ordentlich voneinander getrennt. Die Aufgabe besteht nun darin, in einer dieser beiden Etagen eine zweite RCD nachzurüsten. Das kann äußerst schwierig sein, denn ich muss ja davon ausgehen, dass die Neutralleiter der einzelnen Stromkreise innerhalb dieser Etage miteinander verbunden sind und somit eine Trennung der Neutralleiter nicht mehr ordentlich möglich ist und somit auch eine zweite RCD nicht eingesetzt werden kann. Ich werde weiter unten darauf zu sprechen kommen. Beispiel 4. Eine alte Anlage, in der in den einzelnen Etagen jeweils nur der Raum mit Badewanne oder Dusche mit einer RCD geschützt wird. Hier schaue ich mir zunächst die gegebene Situation an. In der oberen Etage treffen wir eine gute Leitungsführung mit getrennten Neutralleitern an. Wir sehen also hier den Etagenverteiler. Diese RCD muss man sich natürlich in den Etagenverteiler integriert denken. Wir sehen hier, dass diese RCD den Raum mit Badewanne oder Dusche schützt, das Badezimmer. Zu den weiteren Räumen sind jeweils separate Leitungen gezogen, ausgehend von dem Etagenverteiler. Hier wird nachher das Nachrüsten einer RCD möglicherweise recht gut möglich sein. In der unteren Etage hingegen hat zwar der Raum mit Badewanne oder Dusche eine separate Leitung bekommen. Das geht auch nicht anders, denn dieser Raum ist mit einer RCD geschützt. Damit muss dieser Stromkreis von den anderen Stromkreisen getrennt sein. Es ist jedoch so, dass die weiteren Zimmer nur über eine Leitung oder zumindest einige weitere Zimmer nur über eine Leitung versorgt werden oder aber, dass man die Situation gar nicht genau kennt. Wie ich bereits oben schon erwähnt habe, trifft man diese Situation sehr viel häufiger im TNCS-System an als im TT-System. Im TT-System ist das sogar nahezu unmöglich, denn im TT-System hat man diese Installation häufig nicht durchführen können, weil die Abschaltbedingungen für diese Stromkreise im TT-System ohne den Einsatz einer RCD auch früher schon nicht möglich waren. Das führt übrigens auch dazu, dass in vielen Gebieten, in denen überwiegend TT-Systeme eingesetzt werden, schon seit langer Zeit die ganzen Anlagen mit einer RCD geschützt werden, während in anderen Gebieten, wo mit TNCS-Systemen gearbeitet wird, tatsächlich die Installation häufig genauso durchgeführt wurde, wie wir sie hier sehen.
Beispiel 5. Es soll nun in die zuvor gezeigte Anlage in jede Etage eine weitere RCD gesetzt werden. Dazu ist man zum Beispiel dann gezwungen, wenn man in den weiteren Zimmern die Anlage erweitert. In der oberen Etage, so hatte ich ja vorausgesetzt, gibt es eine ordentlich strukturierte Verkabelung. Da kann ich nun im Etagenverteiler also folgendermaßen vorgehen. Die alte RCD wird ersetzt oder bleibt erhalten und hinter der alten RCD werden nun weiterhin das Badezimmer und auch Teile der anderen Anlage betrieben. Das ist ja hier möglich, da die Stromkreise schön voneinander getrennt sind. Daher kann ich dann auch hergehen, eine zweite RCD setzen und einige andere Räume über diese zweite RCD versorgen. Das setzt aber, wie bereits gesagt, voraus, dass diese Stromkreise vollständig voneinander getrennt sind. Aber in diesem Beispiel ist es möglich, die Last auf beide RCDs zu verteilen und das Ganze vernünftig und ordentlich aufzuteilen. In der Etage darunter ist das deutlich schwerer. Denn hier hatte ich ja vorausgesetzt, dass zwar ein einzelner Stromkreis für das Badezimmer aufgebaut war, dass aber die weiteren Räume alle von einem Stromkreis versorgt werden, beziehungsweise keine klare Trennung der einzelnen Stromkreise vorhanden war. Dann bleibt mir in diesem Fall nichts anderes übrig, als alle Räume gleichzeitig über eine RCD zu versorgen. Die Aufteilung ist also deutlich unglücklicher als im Fall hier oben. Denn damit wird bei der Aufsummierung von Fehlerströmen die ganze Anlage deutlich empfindlicher sein, als das hier der Fall ist. Und wenn diese RCD ausfällt, weil es einen Fehler in der Anlage gibt, ist die elektrische Energieversorgung nur noch für das Badezimmer gesichert, während in dieser Anlage das Ganze wesentlich vernünftiger aufgeteilt werden kann. Eine weitere Möglichkeit, die hier besteht, ist natürlich die, dass ich auch diese Anlagenteile einfach hinter die alte RCD hänge. Das entspricht aber nicht mehr den modernen Vorstellungen von guten Anlagen. Abschließend möchte ich nochmal einen etwas allgemeineren Blick auf das Nachrüsten einer zweiten RCD werfen. Das Nachrüsten einer zweiten RCD setzt natürlich voraus, dass in der Verteilung noch genügend Platz vorhanden ist. Es setzt voraus, dass die vorhandene Leitungsführung bekannt und gut ausgeführt ist. Es setzt voraus, dass der Isolationszustand der Anlage gut ist. Denn wenn ich einen Anlagenteil, der bisher nicht von einer RCD geschützt wurde, nun mit einer RCD schütze und dort fließen Fehlerströme, dann wird natürlich die RCD sofort auslösen. Das gleiche gilt natürlich für den Isolationszustand bestimmter Verbraucher. Insbesondere bei Geschirrspülern oder anderen Maschinen, die mit Wasser arbeiten, ist es gar nicht so selten, dass über den Schutzleiter bereits nennenswerte Ströme abfließen oder sogar diese Geräte gegenüber Erde eine nennenswerte Spannung annehmen. Wenn ich nun diesen Teil der Anlage mit einer RCD nachrüste, so wird natürlich die RCD beim Inbetriebnehmen der Anlage sofort auslösen. Damit erfüllt sie natürlich genau ihren Zweck und die fehlerhaften Anlagenteile bzw. Verbraucher können identifiziert werden. Man sollte das allerdings bedenken beim Nachrüsten, denn das kann durchaus bei der Inbetriebnahme eine Menge Zeit kosten und natürlich auch eine Menge Geld kosten, wenn man auf diese Situation trifft. Ja, das war mein kleiner Überblick über das Nachrüsten und Einsetzen einer zweiten RCD. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.